Herzlich willkommen in der Mittwochsfolge bei den Farming Nerds. Italien ruft und ja, naja, ihr kennt den Spruch ja schon von mir, unheimlich viel zu tun, aber tatsächlich, es geht weiter. Ihr seht nebenan noch das Grasfeld, auf dem wir am Montag noch unterwegs waren. Ja, und jetzt geht schon weiter auf das nächste Grasfeld. Auch hier sind, glaube ich, wieder Silageballen zu machen. Ach, was wir alles vorhaben, das erklären wir euch in dieser Folge. Jetzt sagen wir erstmal Hallo. Mit dabei, Heidi, Flo und Tobi, hi. Hallo. Hallöchen. Schalömmchen. So, jetzt muss ich erstmal dieses Ding hier in Schwung kriegen. Und dafür muss ich dann auch umschalten, oder was? Du musst auch beide Mähwerke anmachen, einzeln. Ja, ja. Ich merke das gerade. Das letzte Mal falsch gemacht. Huch. Wer baut mir hier so ein Geländer hin? Dieses Gerät ist für Drohnenarbeit reserviert, ja, weiß ich doch. Geht es nicht? Das werden wir jetzt rausfinden. Na doch, eigentlich schon immer. Aber da sonst auch gemacht, oder? Ja. Oh Gott, komme ich hier um die. Also, diesem funktioniert es nicht, übrigens. Echt nicht? Ich kriege nicht einen einzigen Grashalm. Gemäht. Jetzt. Und ich komme hier nicht um die Kurve. Obwohl, mit Gewalt geht's vielleicht. Manchmal funktionieren die Ecken nicht. Achso, warte mal, Tobi. Könnte sein, dass wir den Auftrag erst annehmen müssen. Das macht natürlich Sinn, ne? Warte noch mal einen Moment. Warte. Was jetzt? Ich muss erst wieder zurück auf die Stelle, sonst habe ich hier so ein unschönes Dings im Feld. Dann kannst du einfach ausschalten, oder? So, hau hin, kannst kaufen. Okay, ich kauf's Feld. Ist akzeptiert. Guck mal, auf einmal kann ich Rasen mähen. Ist ja schlimm, oder? Ich kann nicht, was du dich ständig beschwerst. Geht doch. Geht doch. Mach doch lieber deine Arbeit, bevor du hier so rummeckerst. Ja, ist ja gut. Ah. Vielleicht wollte ich. Warte mal, jetzt hab ich irgendwas falsch gemacht. Ach nee, doch nicht. Wieso, was los? Steck fest. Wo? Hä, aber wo dran hängt's denn bitte? Komm mal zu, also wenn du Lust hast. Kann ich nicht, ich kann nicht fahren, Alter. Zu Vendita Foraggi. Na wohl, ne, ich hab's mit Gewalt gelöst. Danke, Tobi, dass du schon hier bist. Denk auch also, was? Warum? Ja, bin halt da um die enge Kurve nicht gekommen. Ballen entladen. Und nochmal Z dann, ne? Ach ne, macht er jetzt schon. Oh, jetzt darf kein Zug kommen. Aber es kam gerade einer. So dicht gestaffelt fahren die eh nicht. Ne, ist ja eh nur einer. Boah, jetzt hänge ich schon wieder, willst du mal verarschen hier, wegen den Gleisen oder was? Wegen der Gleise, Entschuldigung. Rettet den Genitiv. Das Dumme ist, ich kann jetzt... Erstmal darf ich die Perspektive nicht so oft wechseln, sonst verkriege ich das hier. Alter, ich bin lang, also... Raupenfan verwirrt gerade. Ach echt? Mit Rückwärts- und Anhänger fahren. Dass dich der Raupenfan mal verwirrt, hätte ich ja nicht gedacht. Ja. Brauchst mich auch kaum auszusprechen. So, und jetzt? Z. Zack. Nochmal Z. Wie viel Prozent haben wir vom Auftrag? 41. Für den ersten Dingens gar nicht so schlecht. So. Dann geht's mal weiter.
Hä? Wie voll. Ja, sag. Warum darf ich denn hier keinen? Ah, jetzt haben wir. Wie voll ist denn der Anhänger, Heidi? Wir jetzt den letzten Rest reinkippen und dann. Ach so, das gibt eh nichts mehr, oder was? Ich wäre Okay. jetzt leer, also das Feld ist so gut wie leer. Es sind noch ein paar Kartoffelchen, wo aber kein Kraut mehr dran ist. Das heißt, es ist ja ein bisschen schwierig zu finden. Oh, okay. Sind Undercover-Kartoffeln dann. Genau. Aber ich sag mal, ich hoffe, dass der sich gleich aufgeht, wenn du den letzten Anhänger jetzt wegfährst. Ich glaube, der hat auch Ernten mit in den Fortschritt reingezählt. Ich schau mal, weil als ich vorhin weitergefahren habe, hat er dann schon 97% angezeigt. Hä? Der ist schon, welches, auf welchem Feld bist du denn? Ja, ist schon abgeschlossen, der Auftrag. Nee, echt? Ja, also geht alles in unsere Tasche. Das ist cool, Julian! aber hab ich gar nicht gesehen, ne? Aber ist egal. Ja, mir ist gerade auch nicht aufgefallen, aber ich hatte hier Gut. auch andere Probleme. Also ich würde dann, so, was haben wir gesagt? Das Doofe ist es so weit weg, aber egal. Ich würde 31 wolltest du doch oder so, ne? 33 irgendwie so. Warte, warte, warte. Die 33. Das unten links. Das ist wirklich über die komplette Karte. Also sind da halt auf 15.000, knapp 15.000. Oh, machen wir einfach. Okay, dann fahre ich. Du könntest ja dann auch vielleicht oben lang fahren, oder? An der IFO vorbei, die lange gerade da. Ja, zum Verkaufen dann später, meinst du? Ja, oder wenn Ja. er jetzt den Oh. runterbringt. Hast du den Auftrag gerade angenommen oder so? Nee, noch nicht. Ich würde Wie jetzt lange war's? runterfahren. Ich finde erst abladen, sonst kriegen wir vielleicht. Ich habe immer Angst, wenn wir denn doppelt Sachen haben, Das ist eine gute Idee. dass er stockt. Dann fahre ich den Hänger hier nur noch auf das Ballenfeld und steige dann um und fahre verkaufen. Gut, dann fahre ich nämlich schon rüber. The Machine. The Machine. The Machine. Geil, GPS-Main, herrlich. Mit Affenzahn. I love it. Sitze da mit verschränkten Armen und guckst dem bei der Arbeit zu, oder was? Ja. Ja, weil du einfach mal so eine Bahn mit 22 km/h lang brezelst. Oha. I like. Sachen, die Bonkers nie verstehen würde. Dafür ist er dann nicht so aufgeschmissen, ne? Wenn mal GPS ausfällt. Da Das ist auch machst du wieder alles wahr, per ja. Hand. Und bei uns ist dann krumm und schief. Ach Flo, wann fliegst du eigentlich das nächste Mal nach China rüber? Mit Aussteigen in China oder was? Nö, es reicht, wenn du Waren mitbringst. Du Also musst. ich bringe jedes Mal Waren aus China mit, Das aber. ist gut, ja. Nur das nächste Mal. Wir haben halt was laufen und müssen auch sicherstellen, dass das auch ankommt. So, aber so richtig privat was mitbringen, Nee, das meine ich nicht. Nee. Wir haben
mal wieder bestellt und Ach so. Ja. ja, privat mitbringen ist ja auch so ein Problem, wenn du bestimmte Werte überschreitest, dann hast du einen Zoll wieder an der Backe und hast auch sowieso blöd deine bei euch da in den kleinen Köfferchen, die ihr für euren einen anderthalb Tage da habt. Das ist so bescheuert. Nee, also, sowas verstehe ich dann auch nicht. Also würde ich auch jetzt nicht auf die Idee kommen. Fühle mich da irgendwie gedrängt. Nee, ach, sowas finde ich Gar nicht, blödsinnig. ne? Nee, ehrlich, nee, nee. Doch, doch, ich kann das nachvollziehen. Aber ich finde sowas halt, also ich würde sowas auch nicht fragen, weil ich sowas halt dumm finde. So, Ja. ja, dann ist gut. Und Oder dann außer brauchen wir, ja. Brauchst du ja nicht fragen dann. nee, mir ging es halt nur darum, dass du die Sachen, die Heidi bestellt Frag hast, doch nicht! hinten im Frachtbereich mitbringst. Verstehst Ja. du? Ja, da bringe ich übermorgen nächste Mal. An, das stimmt nicht, aber ich. In ein paar Tagen. Aber Nächste stimmt, wohin Woche. geht's denn das nächste Mal? Über Chengdu nach Seoul dann. Und Geil. dann geht der Flieger zurück nach Frankfurt. Ja, Chengdu, das ist genau das, wo wir Sachen her erwarten. Echt jetzt? So, meistens. Die meisten Sachen kommen ja eigentlich aus Shenzhen, aber okay. Ja, ich meine, Chengdu steht drauf diesmal. Okay. Ja, dann verliege ich mal vorsichtig, wa? Ja, ich bitte darum. Es sind immerhin ganz wertvolle Holzkügelchen. Ja. Jetzt erzähl doch sowas nicht. Wieso? Naja. Komm, die Farming Nerds haben sich schon an so vielen Stellen geoutet und die Heidi, die kann einfach unheimlich gut basteln. Und Ja. jetzt hat sie was gefunden, was sie interessiert, was sie mal ausprobieren will. Und da gibt es auch bei YouTube ganze Kanäle, die sich mit dem Thema beschäftigen. Das muss einem doch nicht peinlich sein. Oh, weißt du, was ich jetzt gedacht habe zu Weihnachten? Ich könnte wirklich nochmal mit Holz und dann so einen großen Stern und dann mit Lichterketten und Weihnachtskügeln reinkleben. Also ich glaube, nächstes Wochenende müssen wir zum Baumarkt. Ja, hurra. Und ich werde angemeckert, wenn ich beim Baumarkt 60 Euro ausgebe. Gut, ich gebe zu, es waren nicht meine, sondern Heidis 60 Euro, aber ich verstehe den Aufriss nicht. So. Schon. Ja. Ja, also auf jeden Fall, Thema ist Makramee. Das wollte sie mal ausprobieren und da muss man ja so manchmal so Holzkügelchen und so ein Krams mit rein arbeiten. Oder so Holzringe und so ein Zeug. Ich habe Und gedacht, was er jetzt für ein Wort nimmt. Reinmachen, fummeln, okay. stricken, Kind. häkeln, flechten, alles halt. Naja, und das Ding in der Sache ist, du kannst halt hier in Deutschland in Bastelbedarf gehen und dann bezahlst du für diese Kugel. Ich meine, nochmal, ich habe überhaupt, ich bin ja selber ein Verfechter von Support Your Local Team, ja, also kaufe bei dir in der Region und so ein Krams. Finde ich alles total super. Aber, oh, 5.700 Euro, wer immer das abgekippt hat, Glückwunsch. Ich war das. Sehr gut. Aber wenn so eine olle Kugel, eine Holzkugel mit einem Durchmesser von 40 mm in Deutschland 2,50 € kostet im Bastelbedarf und du in China 100 Stück dafür bekommst, weißt du? Und dann bezahlst du noch irgendwie 29 Cent für den Transport. Ich weiß es War die nicht. vielleicht vom Luftfahrtbundesamt zugelassen? Deshalb war die so Ja, teuer, die Kugel, wahrscheinlich, ja. oder? Es ist Ja. für eine, weiß ich nicht, Boeing 777 genormte Holzkugel. Ja. Ja, und das verstehe ich nicht. Also nochmal, Qualität, ich bezahle da auch für, darum geht's nicht. Das ist genauso wie, jetzt sind wir wieder beim Thema, wir dissen alles um uns rum, aber es ist tatsächlich so. Bio Company. Ja, diese Firma Bio Company. Das sind die größten Nepper, Schlepper, Bauernfänger, die es gibt. Ohne Scheiß. Was die für einen Okay. Reibach machen mit dem guten Glauben der Menschen, sie würden Bioprodukte kaufen. Ich meine, die kaufen Bioprodukte, ist überhaupt kein Problem. Ja? Aber was für Preise die aufrufen, nur weil vorne Bio Company draufsteht und weil der ganze Laden nach gebrauchtem Käse stinkt, ja, krieg ich nicht auf die Kuhhaut. Heidis Mutter, ich glaube, ich habe die Geschichte schon mal erzählt, die kann nicht alles nehmen, also die verträgt nicht jedes Lebensmittel. Ja? Und da musste sie irgendwie so einen komischen Sirup haben, damit sie halt zum Beispiel den Kaffee ganz normal süßen kann. Ja? Ja. Und diesen Sirup von exakt der gleichen Firma in exakt der gleichen Flasche gab es einfach mal in einem fucking normalen Supermarkt für 3 € oder 2,50 € günstiger.
Da frage ich mich, Naja, fast. warum? Ja. Kriege ich nicht auf die Reihe, kriege ich nicht auf die Kette und schon gar nicht, wenn Das ist dann schon ein deutlicher Unterschied. der werte Herr Besitzer Bio Company in seinem Büro sitzt und sich kaputt lacht über die Dummheit der Menschen, ja, und dann schön mit seinem Dreier oder was weiß ich da, der fährt ja so BMW-Krams, kriege ich nicht auf die Reihe, kriege ich nicht auf die Kette, finde ich Abzieherei. Und wenn dann, und jetzt mal ernster, wenn wirklich einer Bio essen will, ja, fahrt doch mal wieder aufs Dorf zum Bauern. Ah nee, da riecht's ja so ekelhaft, ne? Aber das ist nun mal Bio. Ja, da muss es nach Dünger riechen. Das ist halt so. Und Dünger in der Biolandwirtschaft ist halt Kuhdung. Ja, also, und wäre auch viel besser für die Kinder. Warum sollen denn die Kinder auf die Tasche von dem Herrn Bio Company lernen, was Bio ist? Ach ja, Bio kommt auch aus dem Supermarkt. Nee, dann sollen sie doch mal raus. Sind früher auf den Dörfern rumgerannt. Ja, wenn meine Eltern einkaufen gefahren sind, die sind zu dem Bauern gefahren, der Hühner hatte, da haben wir die Eier gekauft. Dann sind wir zum nächsten Bauern gefahren, da gab es die Gemüsekiste für die Woche. Ja, meine Mutter wollte Kuchen backen am Wochenende, sind wir zum nächsten Bauern gefahren, der Mehl da hatte. Und wie gesagt, also ja, Bequemlichkeit hin und her, alles schön und gut, ja, verstehe ich ja. Aber was zum Beispiel die von der Bio-Company da machen, die Leute abzuziehen, und dann gibt es ja hier auch noch, was weiß ich, wie die heißen, Dan Supermarkt, genau so eine Scheiße. Ja, eigentlich machen sie alles richtig, weil sie auf Bio gehen und ja, auf Qualität. Andersrum werden die Leute nur abgezogen. Kriechen halt, tut mir leid. Finde ich scheiße, Bio-Company. So, wieder nicht monetarisieren. Nicht, dass wir hier Ärger kriegen, irgendwie. Naja, ist halt so. Soll er mir das Gegenteil beweisen? Kann er gerne machen. Herzlich eingeladen, das hier zu tun. Wir blenden die Bilder auch ein. Der ist doch wahr. Also, finde ich. Da lobe ich mich doch hier mit dem Deutz Biogras zu mähen. Und das dann zu einem angemessenen Preis zu verkaufen. Selbstverständlich. Einen angemessenen Preis zu verhökern. So. Und die nächste, du kannst, wenn du willst, schon hinterherkommen. Ansonsten hole ich mir gleich den. Ach nee, diesmal müssen wir erst wenden, ne? Zweimal. Ja. Und erstmal muss ich hier die Dinger auch noch abgeben, aber Ach, die okay. Ballen, ja, das ist kein Problem. Dann fahre ich gleich zum Händler und hole den Zetter. Kein Akt. Ja. Ich habe ja hier Heidi muss ich auch noch bedienen, Tobi. Also das ist nicht so Ja, jetzt beschwer dich nicht, immer sonst unter muss ich das Strom bei immer mir. machen. Stimmt eigentlich. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Gott sei Dank hört man bei Heidi immer nur die Hälfte. Das. Dafür pule ich die Kartoffeln aus dem Boden. Per Hand. Ja. Per Hand. Und mit schrubb die ab Liebe. und dann werf ich die in den Anhänger. Einzeln. Einzeln, Ja. natürlich. Na gut. Kannst ja auch mal mit Tobi tauschen, wenn Ich soll mal mit Tobi tauschen. Gut, das Nein. bespreche ich mit meinem Flo kann mit Psychologen dir. und zwar, während wir auf die Freitagsfolge warten. Hey! Was denn? Lassen Sie mich bitte Entschuldigung. aussprechen. Damit, wenn du so drängelst, musst du auch mal abfahren, wollte ich sagen. Ich fahr ab, ich fahr total ab da. Ja, Ach, du bist ärgerlich. aktuell macht es mir noch Spaß. Ja. Vor allen Dingen Aber wegen dem Traktor hier vorne dran. Ach ja. so. Alter, eine ganze. Tobi hört auch auf zu schubsen. Ich hör jetzt auch auf zu schubsen, genau. Und wir freuen uns, wenn ihr mitschubst. Und zwar am nächsten Freitag. Hier bei den Farming Nerds. Wieder einschalten ist ganz einfach. Und ihr werdet daran erinnern, wenn ihr uns einfach mal ein Abo dalasst. Ja? Und dann nicht vergessen, die Glocke zu läuten und auf alle zu klicken. Ja, dann kriegt ihr auch alle Infos, die nötig sind, um die nächste Folge der Farming Nerds nicht zu verpassen. Bis dahin, haut rein, lasst uns gerne auch einen blauen Daumen da. Und ansonsten bleibt schön gesund. Bis Freitag. Bis dahin. Tschüss. Tschüssi, bis dann. Tschüss, bis denn.
Oh, hier ist ein Zaun. Was für ein Ende für eine Folge. Oh, da ist ein Zaun. Bum.